ein schönes Fischerbild von dem Dorfzentrum. Es war heute sehr emotional. Man hat gesehen, dass sie halt ein bisschen mit Emotionen auch kämpfen. So ein Kampf ist was Besonderes. Auch ihr Trainer hat es kurz angekündigt, dass sein letzter Kampf wahrscheinlich sein wird in der Ringecke. Ja, wie sind jetzt die Emotionen nach so einer Pressekonferenz? Ja, natürlich ist es nicht einfach aufzuhören. Aber wie gesagt, hat es ja vorhin schon angedeutet, irgendwann ist einfach der Tag, um zu sagen, jetzt ist Feierabend. Und jetzt ist es an der Zeit am 6.5. und damit machen wir den letzten Kampf jetzt. Und wir hoffen, dass wir ihn siegreich bestreiten werden. Und dann. Wenn Sie jetzt Ihre Karriere, Ihre ganze Karriere Revue passieren lassen, was war Ihr bester Kampf bisher? Oh, der beste Kampf, er ist immer schwierig zu sagen. Wir hatten gegen den Yasar Yüksel 2021 ein Riesenmatch gehabt. Für mich war es der stärkste Kampf von beiden. Also Yasar war auch super stark gewesen. Und von daher war das, denke ich, der stärkste Kampf, den ich abgeliefert habe. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen so die beeindruckende Show gesehen. Man hat auch gesehen, dass in Berlin einiges klappen kann. Also zu einem bestimmten Zeitpunkt waren Ihre Plakate praktisch über den ganzen Platz zu sehen. War das für Sie auch so ein emotionaler Moment? Natürlich. Es ist schon mal was ganz Großes, die auf dem Mercedes-Benz-Platz zu hängen, wo andere Größen spielen oder auftreten, das ist schon geil. Das ist schon ein geiles Gefühl. Und ich denke mal, ich habe es verdient, nach 17 Jahren vielleicht auch mal so ein bisschen, in diese Welt reinzuschnuppern. Nur die Vögel, die den Rand in die Plätze auch machen, ausfahren. So, genau. Einmal Kuschelknopf. Bleibt aber stehen. Bleibt aber stehen. Hartmut dazu. Sie haben jetzt auch einen Menschen heute präsentiert, der Sie, zeitlang unterstützt hat, also in Ihrer Karriere. Wie wichtig sind solche Menschen auch für die Sportler? Ja, so eine Menschen sind enorm wichtig. Aus dem einfachen Grunde, der Sport lebt ja, ich sage mal, heutzutage von Sponsoren, von Unterstützern, von guten Menschen. Es ist alles nicht mehr so einfach, wie es früher war. Die Fernsehsender geben nicht mehr Gelder raus und. Deswegen ist es schön, solche Menschen an der Seite zu haben. Und Sie freuen sich wahrscheinlich jetzt auf die volle Halle am 6. Mai. Die Halle wird voll, definitiv, ja. Da freue ich mich drauf. Jetzt sickert ein bisschen durch, dass zum Beispiel heute Boxnachricht des Tages, dass der Kampf für Jury gegen Usyk vielleicht nicht zustande kommen könnte. Sie als Boxer, was denken Sie, ist es ein Kampf, der möglich ist, also im Weltboxen? Also Fury gegen Usyk? Natürlich, das muss kommen, das ist Pflichtveranstaltung. Ich meine, das sind die beiden besten Schwergewichtler, die es derzeit gibt. Ich sehe Fury als klaren Favorit, einfach wegen seiner Beweglichkeit, die er an den Tag legt. Und es wird ein geiler Kampf, weil Usyk wird sich da nicht unterkriegen lassen. Wir haben jetzt im März erlebt, in Deutschland ist auch sehr viel los. Agit Kabel hat gewonnen, jetzt Michael Eifert. Also jetzt denk mal, wie wichtig sind solche Siege auch für Boxen in Deutschland? Ja, sehr wichtig. Also wir haben ja gesehen, Agit hat einen starken Kampf gemacht, er ist super zurückgekommen. Ja, Eifert war natürlich sensationell, mehr kann man dazu nicht sagen. Er hat einfach seinen Stiefel runtergeboxt, hat das super gemacht. Und ich denke, das lebt den deutschen Boxsport wieder ein bisschen auf. Also es kommt wieder Aufwind, jetzt müssen wir natürlich abliefern, die nächste Veranstaltung, und ich denke, das werden wir auch tun. Werden Sie auch den Boxsport auch nach Ihrer Karriere erhalten bleiben? Ja, irgendwie werde ich immer den Boxsport erhalten bleiben, aber ich werde halt nicht mehr kämpfen und wir werden sehen. Als Trainer, haben Sie schon überlegt? Nein, ich werde kein Trainer. Okay, dann sprechen wir nach dem Kampf noch darüber. Dann wünsche ich eine Vorbereitung, dass alles glatt läuft, und wir freuen uns auf 6. Mai. Am 5. natürlich bei Wiegen auch, aber es kommt auf den 6. Mai. Dankeschön. Dankeschön, ja, danke. Wenn ich sage lächeln,
Lächelt ihr, wenn ich sage, böse Blicken, guckt ihr böse? Okay. Tobias, wir machen das so, wie das immer die anderen machen, okay? So, und Feuer frei. Und dann noch einmal hier das... Böse Blicken. Was ganz gefährlich ist. So, es geht um die WWE Europe in Superwelter.